Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen kleinen, aber hoffentlich feinen Adventskalender, und zwar den von Benefit. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender von Benefit enthält jedes Jahr 12 Kläppchen, beziehungsweise 12 Büchschen, und da sind Produkte von Benefit in Mini-Größe drin enthalten. 70 Tacken kostet das Ding, also vielleicht ein bisschen warten, bis der bei Douglas oder so reinkommt und dann etwas rabattiert bestellen, weil das ist echt ein Klopper, muss ich sagen. Ja, aber ich will nicht gar lange um den heißen Brei drum zureden. Wir haben hier so ein bisschen diese Optik von Schließfächern, denn das ist auch das, was Benefit dieses Jahr anstreben möchte. Also quasi dieses Post-Office-Gedönsen. Und ja, wir schauen mal hinein. Wir starten mit einem Augenbrauenstift, was ja so ein Klassiker von Benefit ist. Und zwar den Precisely My Brow Pencil. Habe ich jetzt hier in der Farbnummer 4. Und das ist auch ein, ja, kleines Produkt. Ich rechne euch die Preise hier runter, beziehungsweise Benefit bietet ja auch diese kleinen Größen an. Und da wir hier High-End haben, sind selbst die Kleingrößen ganz schön teuer. Ich mag den tatsächlich super gerne, habe den auch in verschiedenen Farben. Ich habe mir meine Benefit-Produkte hier mal auf den Tisch gestellt, dass ich euch die halt auch auspacken kann und so, ne? Und gegebenenfalls auch swatchen. Die Farbe 2 ist tatsächlich meine perfekte Farbe, mag ich gerne leiden. Du hast einfach so eine ganz feine, herausdrehbare Mine. Und ja, jetzt bei der Travel Size nicht, bei der Originalgröße hat man hier nämlich noch einen Spoolie mit dabei. Ich komme damit richtig gut klar, der hält gut. Da kann man sich auch schöne, präzise Augenbrauen mit malen. Auch mit dabei ist die Nummer 2. Und ja, wir haben es immer so eingepackt in so rosa Papier. Oh ja, der ist schön. Das ist der Roller Liner von Benefit. Und ja, ich 0,5 Milliliter. Ich komme damit sehr gut klar. Der hat eine lange, eher labberige Spitze. Aber es ist eine schöne Spitze, eine Schwämmchenspitze. Ich habe jetzt hier auch meinen. Den hatte ich letztens auch in einem ungeschönt Video mit euch zusammen verwendet. Und so schaut der einmal aus. Wie gesagt, ich mag super gerne diese Filz-Eyeliner. Ich glaube auch, Benefit hat gar nicht irgendwelche anderen Kajalstifte oder so, ne? Also du kannst da auch relativ präzise mit malen. Ich kann da gut mit um und finde das schön, dass er mit dabei ist. Die Nummer 3 eröffnet quasi die wirklich sehr kleinen Schließfächerchen. Oh, die ist mir letztens leer gegangen. Das ist die Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Finde ich schön, mag ich gerne leiden. 3 Gramm sind hier drin. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Mascara von Benefit ihr am schönsten für euch persönlich findet. Aktuell ist es bei mir tatsächlich die Bad Girl Bang. Deswegen ist die halt auch leer, ne? Die hat ein ganz langes, tannenbaumförmiges Bürstchen, was sehr flexibel ist und die Wimpern schön greift, auch eine schöne Länge reinbringt, ne? Also man sieht, wie flexibel die ist. Und da freue ich mich drüber. Die ist gut. Hier habe ich jetzt die Nummer 4 und da ist ein Tübchen drin. Okay, das ist The Professional. Das ist ein Primer, der Hydrate Primer von Benefit mit 7,5 Millilitern. Den habe ich auch schon mal gehabt und ich glaube auch aufgebraucht. Ich mag den nicht ganz so gerne, weil der mir immer noch zu wenig Feuchtigkeit spendet. Mir persönlich gefällt der Light Primer sehr gut. Den habe ich auch in meiner Sammlung. Den habe ich auch von Benefit mal zugeschickt bekommen, ne? Aber den Hydrate Primer oder den Professional allgemein mag ich persönlich nicht ganz so gerne, weil ich jetzt nicht so bei Primern auf gegen vergrößerte Poren oder so achte oder so, sondern eher hydratisieren, Glow geben, dem trockenen, flaumenden Gesicht irgendwelche Lebensfreude zurückgeben. Deswegen ist das leider kein Produkt für mich. Hier habe ich jetzt die Nummer 5 und es ist ein bisschen schwierig bei diesem Adventskalender, der ja nur aus 12 Kläppchen oder Büchschen besteht, jetzt zu sagen, wir befinden uns kurz vor Nikolaus oder so, weil das ist ja ein bisschen anders hier geregelt, ne? Also ich glaube, entweder machst du den alle 2 Tage auf oder du machst den wirklich nur vom 1. bis 12. Dezember auf oder du sagst, Mensch, ich mache den irgendwie zwischen Weihnachten und ich glaube, die Heiligen Drei Könige, das müssten ja auch, glaube ich, 12 Tage sein, ne? Dass du den da aufmachst, das ist jedem selber überlassen. Genau, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn die nämlich einen Adventskalender mit 24 Türchen rausgebracht hätten und der 140 € gekostet hätte, wäre das ganz schön krass geworden. Ich meine, es gibt Adventskalender für 200, 300, 400 €, 500 €, aber schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr den jetzt mit 12 Büchschen dann eher kaufen würdet oder 24 Büchschen und dafür 140 Tacken.
Ich habe hier auf jeden Fall in der Nummer 5 eine Mascara drin. They are real. Das ist die Beyond Mascara. 3 Gramm sind jetzt hier drin. Und die müsste ich tatsächlich auch aktuell offen haben, dass ich euch meine zeigen kann. Ist das die? Witzig. Ich glaube, das ist sogar die aus dem letzten Adventskalender, um ehrlich zu sein. Ja. Genau, das ist einfach die They Are Real Mascara, die sehr stachelig ist, oben halt auch so eine stachelige Spitze hat, damit man halt super präzise auch an den unteren Wimpernkranz kommt und auch die Wimpern hier außen so richtig schön betonen kann. Und ja, eine schöne Mascara mit einem geraden Gummibürstchen. Aber wie gesagt, ich persönlich bin aktuell eher so, was mich selber verwundert, auf der Seite der Bad Girl Bang. Auch die Nummer 6 ist so ein ganz kleines Ding. Und hier ist tatsächlich auch mal zu betonen, dass bei dem Adventskalender dann jetzt nicht irgendwelche Riesenkläppchen oder Riesenboxen genommen worden sind, um die Produkte hineinzupacken, sondern halt wirklich Boxen, die der Größe der Produkte entsprechen. Denn hier habe ich ein Gimme Brow Plus drin in der Farbe 3 mit 1,5 Gramm. Und das ist so ein Augenbrauengel, was ich selber auch hier habe, was ich gerne so, vor allem wenn es mal eben schnell gehen muss, im Sommer oder so verwende. Und das ist auch wirklich praktisch, weil das hat so leichte Fasern auch mit drin und eine leichte Tönung natürlich auch. Und ja, meins ist nämlich schon relativ leer. Dann kann ich mir das hier nämlich bald ins Aufgebraucht-Video tun, geben. Oh, tun ist ein böses Wort, ne? Und ja, weil da siehst du auch nicht mehr so viel Produkt am Bürstchen. Egal. Und dann quasi das, was ich jetzt hier im Adventskalender habe, wieder in Anwendung nehmen. Auf jeden Fall ein cooles Produkt, was ich gerne verwende, wenn es mal eben schnell gehen muss. Da habe ich dann natürlich nicht so eine ausgefüllte, präzise Augenbraue, sondern mal eben so wusch, wusch, ne? Aber ja, für eben schnell ist es cool. Die Nummer 7 ist ein etwas größeres Büchschen und da haben wir jetzt natürlich dann ein Puderprodukt drin enthalten. Und zwar haben wir hier den Dandelion drin in der Mini-Größe mit 2,5 Gramm. Den müsste ich auch in einer meiner Face-Paletten von Benefit drin haben, die ich selber besitze. Schaue ich mal, ob das direkt die hier ist. Ja, in der Cheekleaders-Palette, ne? Nämlich die Cheekleaders und noch eine andere. Und das ist der Dandelion, den kann ich euch einmal hier ja so zeigen. Schaut so aus. Das ist so ein Zwischending zwischen Blush, also sehr, sehr hellem Blush und sehr, sehr dezentem Highlighter. Und ich kann ihn euch einfach mal swatchen. Da seht ihr das auch, ne? Auch das ist halt für mal eben schnell eine schöne, dezente Lösung. Nichts Verrücktes. Einfach, dass man einen leichten Blush-Moment mit ein bisschen Schimmer hat. Man sieht ihn kaum, ne? Also ich kann ihn ja auch nochmal hier aufbauen. Aber es ist halt auch nicht mein präferiertes Produkt, weil da siehst du nicht allzu viel von, ne? Wie man sieht. Die Nummer 8 darf jetzt trotzdem machen, dass es kracht. Ganz egal, ob es der 8. Dezember ist, also Sammys Geburtstag oder nicht. Und hier haben wir eine Mascara drin, und zwar die Roller Lash. Ich glaube, die haben uns irgendwie jede Mascara, die es gibt, reingepackt, was ich ehrlich gesagt aber gut finde. 3 Gramm. Ne, so schaut die aus. Ich hatte die letztens erst in einer anderen Box drin. Das müsste die Bissim Welcome Box gewesen sein. Das ist dann nämlich mit 4 Gramm. Da ist nämlich hier oben noch so ein Tüdelü. Das ist so eine bananenförmige Gummibürstchen-Mascara. Auch die ist sehr schön. Die macht halt wirklich eher so Volumen und Schwung in die Wimpern rein. Die mag ich auch gerne leiden. Würde sie aber tatsächlich eher in Kombination mit noch einer weiteren Mascara verwenden, wenn ich die verwende. Aber ist eine schöne Mascara. Selbstverständlich dürfen wir uns auch in der Nummer 9 über ein weiteres Produkt von Benefit freuen. Ich meine, dass ich hier mein Lieblingsprodukt von Benefit drin finden werde. Jo, das ist der 24 Hours Brow Setter von Benefit und der ist einfach so genial. Der tackert dir die Augenbrauen fest. Ein ganz, ganz tolles, klares Produkt, was ich natürlich hier auch habe, ne? Was die Augen die Augenbrauen an Ort und Stelle hält. Da hast du auch so ein Gummiding, wo du auf der einen Seite etwas längere Noppen hast, auf der anderen Seite etwas kürzere. Ich gehe erst immer mit den langen Noppen durch, kämme die hoch, dann mit den kleinen, dann wieder von hinten nach vorne so runter und dann lege ich das, was übersteht, so ein bisschen wieder flach. Ich finde das großartig. Also für mich das beste Augenbrauenprodukt, was es überhaupt gibt. Ja, ungeschlagen bislang. Da wir in der Nummer 7 den Dandelion drin hatten, würde ich sagen, dass wir in der Nummer 10 ein weiteres, sehr bekanntes, pudriges Produkt von Benefit sehen werden. Und zwar den Hoola Bronzer.
Und sie hat recht. Hula Mini mit 2,5 Gramm, das ist dieser hier. Das ist ein Bronzer, der wirklich ein Bronzer ist, also kein Konturprodukt. Das heißt, er wird sehr warm sein. Er ist sehr warm, ne? Ich habe ihn hier auch in dieser Palette nämlich mit drin. Der dürfte in so gut wie jeder Face-Palette, die Benefit so auf dem Markt hat, drin sein. So schaut er aus. Der ist sehr stark pigmentiert, hat aber so ein bisschen diese ganze Bronzer-Area, die es auch auf Social Media gab, angeführt und ist einfach ein super bekanntes Produkt. Und ich finde, wenn eine Marke so ein Produkt auf dem Markt hat, was einfach so bekannt ist wie der Hoola Bronzer, dann haben sie es eigentlich sogar relativ schwer, weil du musst ja schon versuchen, dieses Produkt und diesen Hype zu toppen. Ne? Das ist gar nicht so leicht. Ich finde den ganz cool, mag den jetzt im super krassen Winter nicht allzu sehr, aber jetzt gerade, wo hier septembermäßig Sommer noch unterwegs ist, ist es für mich tatsächlich ein wundervoller Bronzer, den ich gerne verwende. Bei diesem Adventskalender haben wir nur eine Schnapszahl und das ist die Nummer 11. Hier haben wir wieder ein Tütchen drin. So, gucken wir mal. Ah, das ist jetzt der Klassiker, den habe ich definitiv nicht mehr hier, The Professional Pore Primer. Da sind 7,5 Milliliter drin, das ist so das Produkt von Benefit, was man halt auch wirklich so kennt. Ne? Der lässt die Poren halt so minimieren, also dass die quasi nicht mehr so sichtbar sind. Ist mir aber wirklich zu trocken, also das verträgt meine Haut nicht. Die stößt den quasi ab, sodass es dann eine Würstchenbildung gibt und das sieht echt nicht schön aus. Trommelwirbel, was haben wir wohl in der Nummer 12? Ich gehe davon aus, dass wir hier, also ich hätte mir gewünscht, dass wir in der 12 jetzt einen von den neuen Blushes mit drin gehabt hätten, aber das ist definitiv kein Blush hier drin. Dann würde ich vielleicht denken, dass wir die neueste Mascara hier drin haben, die They Real Magnet Mascara, die ich persönlich auch gerne mag. Ja, und die haben wir hier auch tatsächlich drin. Das sind 3 Gramm Powerful Lifting and Lengthening Mascara. Ja, sie ist richtig schön. Ich persönlich präferiere ehrlich gesagt die normale They Are Real Mascara. Die finde ich noch ein bisschen besser. Habe sie aber selber auch gerade in einer Box drin gehabt. Deswegen habe ich sie hier auch gerade noch stehen. Und das ist halt eine Mascara, die krass ist, ne? Also die hat halt ein Bürstchen. Ich weiß auch nicht, warum das die They Are Real Magnet Mascara heißt, weil ganz ehrlich, wir haben hier so ein ganz dickes Bürstchen, was super anders aussieht als das von der They Are Real Mascara. Ich mag die gerne, habe die ja auch schon ein, zwei Mal verwendet und also leer gemacht quasi, ne, das Produkt. Ein dickes Gummibürstchen, sehr gerade, sehr ne, feine, nicht ganz so lange Borsten haben wir hier dran. Und das ist so, wenn du dann die erste Schicht aufträgst und das Produkt aufgetragen hast, ist es noch so, dass du dir denkst, ja, wo ist denn jetzt der Effekt? Aber dann gehst du noch ein zweites Mal oder ein drittes, viertes Mal drüber und hast halt schon immer krassere Wimpern, weil da auch irgendwas mit Magnet drin sein soll. Frag mich nicht. So, also, das Adventskalenderlein ist wirklich klein und fein. Haben wir jetzt hier einmal leer. Braucht man das? Nicht, wenn man schon so viele Benefit-Produkte besitzt, wie ich sie habe, bin ich ehrlich. Ne? Also wenn man vielleicht eine Beautybox im Abo hat, da hat man immer mal wieder ein Produkt von Benefit drin enthalten, dann lohnt sich das nicht unbedingt, weil hier hast du halt wirklich die Klassiker von Benefit drin enthalten und jetzt nicht irgendwie so eine super krasse Neuheit. Also theoretisch hätten die genau diesen Adventskalender vor einem Jahr auch rausbringen können. Das heißt, da sind keine Neuheiten drin, was ich super schade finde. Also so ein Blush, das wäre doch geil gewesen, anstatt von diesem Dandelion, ne? Oh, ich hätte mich so gefreut, wenn da was anderes drin gewesen wäre. Ich habe ja den Shelly, den mag ich super gerne leiden. Und da gibt es so viele andere Nuancen. Schade, Schokolade. Nee, natürlich nicht. Du bekommst für dein Geld schon die Produkte raus. Also du hast auch einen recht hohen Wert hier mit dabei, weil super teure Marke, theoretisch, ne? Und wenn du unbedingt die Marke Benefit ausprobieren möchtest, gönn dir hart, ne? Warum eigentlich nicht? Aber es sind halt wirklich Basic-Produkte. Das war es auf jeden Fall hier mit dem Benefit Mini Post Office Bla Adventskalender. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem kleinen Schätzelein, zu dem Würfelchen in die Kommentare. Ne? Ich war letztes Jahr schon nicht so glücklich damit und habe gesagt, ich hole mir den nicht mehr und habe ihn mir trotzdem geholt, weil ich den so süß finde. Das ist halt so ein typischer Claudi-Move, sage ich euch. Ne? Ja, ich schäme mich auch ein bisschen. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender-Unboxing von Benefit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Adventskalendern von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und
Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!